Living House, das sichere Ausbauhauskonzept, präsentiert. Das Ausbaututorial Anbringen von Wandfliesen im Bad. Gemeinsam mit unserem Partner Do-It-Yourself Academy zeigen wir Ihnen, wie einfach der Innenausbau Ihres Hauses sein kann. Übrigens, ein 3-Tages-Coaching durch einen Profi-Ausbautrainer gehört zu jedem Living House dazu. Alle Infos hierzu finden Sie auf der Living House Website. Mit dem optionalen Wertcheck für unseren Partner Obi gehen Living House Bauherren auch beim Werkzeug- und Materialeinkauf auf Nummer sicher. So, ihr beiden, weiter geht's im Badezimmer. Die Fußbodenfliesen haben wir jetzt ja schon gelegt. Und jetzt geht's hier, da wo euer Waschbecken hinterher hinkommt, euer Waschplatz ist, weiter mit den Wandfliesen. Wir haben das Ganze schon vermittelt. Das heißt, mittig dieser Wand haben wir die Wasserableitung, Wasserzuleitung und eben entsprechend auch die Bodenfliesen aufgebracht, sodass wir hier ein schönes symmetrisches Bild hinterher bekommen. Rechts und links haben wir auch die sogenannten Jolly-Schienen schon angebracht. Die sorgen einfach dafür, dass die Schnittkanten hier in dem Bereich eben halt verdeckt sind und wir einen schönen sauberen Abgang haben. Dann machen wir den gut. Also wir fangen wieder schön an, von unten gleichmäßig vorzulegen. Auch hier denkt bitte daran, dass wir dieses kratzende Geräusch hören. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Zahnung gut durchkriegen. Nicht am Kleber sparen, davon haben wir genügend Säcke da. So. Wo fangen wir denn jetzt an? Wir fangen genau mit der Mitte an, mit der Fliese. Mhm. Hier haben wir jetzt keinen Pfeil drauf. Das heißt, die können wir jetzt so legen, wie wir wollen. Kannst du mir mal, Susanne, zwei von diesen Unterlegkeilen fertig machen? Zweimal abknicken. Damit sie flach sind, die legen wir hier unten drunter, damit wir halt die Fugen schön aufnehmen können. Hier unten dann die Dehnungsfuge haben. Einfach nur ein bisschen an die Wand dran drücken und jetzt dazwischen legen, ihr beiden. Eine rechts, eine links, genau. Müssen wir uns nur darauf achten. Ne? Wir haben jetzt ja hier einmal die kleine Größe, dann wenn wir sie weiter reinstecken, die große Größe. Das heißt, wir müssen, damit die wirklich in Waage ist, dann beide gleich tief reinsetzen. Okay. Dann vermitteln wir das Ganze noch. Und jetzt gucken wir, die erste Reihe müssen wir wirklich kontrollieren. Und unter Umständen nochmal nachrichten. Nein, ist genau im Lot. Perfekt. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitermachen und aufbauen, dann haben wir keine Probleme. So, nochmal zwei von den Fliesen kreuzen. Hier dazwischen sitzen können. Genau. Muss ich noch ein bisschen vermitteln. Genau. Erst anklopfen an die Wand, richtig ins Klebebett. Erst hier ansetzen und dann nach hinten wegschieben, damit wir hier eine saubere Kante bekommen. Du siehst, die Fuge ist jetzt ein bisschen zu groß. Hier bin ich jetzt reingegangen, nur halb. Das heißt, wir müssen das Fugenkreuz, die Fliese weiter hierher schieben. So, und jetzt auf Abstand bringen, was das Fugenkreuz anbelangt. Damit ihr darauf achten, ne, dass wir immer die gleiche Höhe haben. Und jetzt hält es. Perfekt. Gut. Circa so im 35-Grad-Winkel. Halten uns ruhig noch ein bisschen so steiler, damit die Zahnung die entsprechende Höhe bekommt. Ja, nicht zu sparsam sein mit dem Kleber, einfach noch was nachlegen. Und das nächste Mal bitte den Kleber direkt da auflegen, wo die Zahnung ist, an dem Zahnspachtel. Dann ist es einfacher, den auch aufzutragen auf die Wand. Genau. Und jetzt direkt einkämmen. Susanne, dann ist das auch einfacher, als du das gerade gemacht hast. Ja, hier haben wir jetzt schon vorgesägt, so wie wir das gestern mit dem Kleinbohrer gemacht haben, also im Nachschnitt gemacht.
Und so, Thomas, du setzt die nächste Fliese an. Denk dran, Fuge unten auf Fuge. Und damit wir keinen Kleber dazwischen haben. Und jetzt hoffen wir, dass sie passt. Ansetzen. Ja, jetzt schieben wir das Ganze noch so weit nach oben hoch, wieder mit Gefühl. Aha. Darauf achten wir, dass wir nicht da schieben. Von unten. Von unten nach oben schieben. Ja, das passt doch gut. Kreuze rein. Denk dran, nicht ganz so hoch zu schieben. Hier kommt es runter wieder. Dabei dir auch da rein und dann schieben wir die Fliese noch so, dass wirklich Fuge über Fuge steht in der Senkrechten. Ja, noch einmal ein bisschen rüberpressen, genau. Muss ich hier auch wieder mit der Wasserwaage kontrollieren? Oder? Das machen wir zwischendurch immer einmal, weil die Fliesen weisen natürlich auch gewisse Toleranzen auf. Deswegen sollten wir da immer zwischendurch einmal nachprüfen. Aber wie passt, es noch ist, passt noch gut. Wunderbar. So, und weiter geht's Hand in Hand. So. Susanne, du den Kleber. Das war zu wenig. Nee, du solltest an die 35 Grad denken. Das ist eine sogenannte Riemchenbordüre, die ist also vorgefertigt. Wir haben auf der Rückseite so ein Netz aufgeklebt, damit man nicht die Riemchen einzeln kleben muss, werden aber ganz genauso geklebt wie eine normale Fliese auch. Also auch hier sollte man möglichst unten erst ansetzen, sie dann in das Bett hineindrücken und auf Abstand ziehen, genau. Und auch hier wieder, dass wir so in ungefähr den gleichen Abstand haben. Sowas rate ich immer so als Abschluss. Lockert die Wand ein bisschen auf. Man kann jetzt, wenn es euch gefällt, auch noch eine Fliese oben drüber setzen. Ist aber auf einer Wand eine schöne, willkommene Unterbrechung. Lockert das Bild ein bisschen auf. Passt. Ging wieder schnell. Super. Und wenn du jetzt von der Seite guckst, und zwar von hier, dann sieht man, dass die noch ein bisschen unterschiedlich drin sind. Genau. Von der Tiefe. Das heißt, da arbeitet man dann noch mal ein bisschen korrigierenderweise nach. Geht auch hier mit der Hand drüber. Und fertig ist das Ganze. So, wenn es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist und ihr keine drüber setzt, einfach wieder mit dem Spachtel drüber gehen, oben den Kleber abheben, dass wir einen sauberen Abschluss haben. Fassen wir zusammen. Der Kleberauftrag erfolgt mit dem Zahnspachtel. Dabei bitte auf das Kratzgeräusch achten. Für gleichmäßige Abstände der Fliesen am besten Fugenkreuze einsetzen. Je nach Fliesenkleber kann nach ca. 24 Stunden verfugt werden. Gutes Gelingen beim Anbringen von Badfliesen in Ihrem Living House Traumhaus. Wir freuen uns auf Anregungen, Lob und Kritik unter info@livinghouse.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Living House – dein Zuhause.